Spätestens seit Mr. Bean in seinem fahrbaren Untersatz auf den Fernsehschirmen auftauchte, kennt ihn wohl jeder, den Mini. 1959 das erste Mal gebaut, trat er von Sir Alec Sigonis entwickelte Kleinwagen seinen Siegeszug an. Nicht ohne Grund, denn der Mini bedeutet Fahrspaß pur. Durch seine tiefe Straßenlage und seine sehr direkte Federung kommt richtiges Go-Kart-Feeling auf. Mit über 5 Millionen produzierten Fahrzeugen ist der Mini bis heute einer der erfolgreichsten Kleinwagen. Der bis 1992 hergestellte MK5 war das letzte Modell mit Vergasertechnik. Sein quereingebauter Motor hat 1275 Kubik und bringt 61 PS auf die Straße. Mit einem moderaten Verbrauch von 6 bis 8 Litern auf 100 Kilometer lassen sich die 695 Kilogramm Gesamtgewicht spielend auf bis zu 150 Stundenkilometer beschleunigen. Und dabei hat sich sein Äußeres seit seiner Entstehung kaum geändert. Anfangs noch mit Schiebefenstern und außenliegenden Türscharnieren ausgestattet, wurden die Scharniere ab 1969 nach innen gelegt und die Schiebefenster durch Kurbelfenster ersetzt. Ab 1984 hatte der Mini 12 Zoll Reifen und ab 1992 wurde auf Direkteinspritzung umgestellt. Ein besonderes Gimmick sind die ausklappbaren Seitenfenster. Zwar etwas rustikal, aber dennoch unproblematisch lassen sich diese an heißen Sommertagen zur besseren Belüftung ein- und ausklappen. Typisch für den Mini ist auch der mit Wurzelholz und Leder verkleidete Innenraum. Übersichtlich präsentieren sich dem Fahrer die Rundinstrumente. Die leicht zugänglichen Bedienelemente fügen sich dabei nahtlos in das edle Umfeld ein. Sogar ein Handschuhfach, in das auch etwas mehr als nur ein Handschuh passt, findet sich im Innenraum wieder. Unvergessen bleibt mit Sicherheit eine Fahrt in einem Mini. Wohlgemerkt, die Fahrt in einem klassischen Mini. Leider wurde dieser nur bis Oktober 2000 gebaut und so muss man sich ranhalten, denn das Alter nagt auch am Mini. Und so wird die Chance von Tag zu Tag geringer, einmal diesen Fahrspaß selbst erleben zu können.